Wenn irgendjemand von euch Intros erstellen kann oder jemanden kennt, der das vielleicht machen würde, ich würde mich echt mega freuen, wenn es da irgendwie so die Möglichkeit gäbe, irgendwie für ein 2D-Intro, weil ich finde das echt ganz cool. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Das Ganze hier ist jetzt keine Roleplay-Folge. Ich möchte einfach mal so erzählen, was los ist, warum jetzt lange Zeit kein Minecraft Leben kam, was generell mit Minecraft Leben derzeit los ist. Wie ihr seht, ist das Texture Pack hier anders. Das ist das, was mein Bruder gerade drin hat. Das ist so ein neues Sphex, also ja, einfach eine abgewandelte Sphex-Form, die aber von Sphex selber stammt. Ich finde es sehr cool, sieht echt sehr, sehr nice aus. Mal gespannt, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr das Texture Pack öfter sehen wollt oder so. Und ja, naja, wie soll ich sagen? Ich weiß es nicht, ich bin irgendwie total. Naja, nicht enttäuscht, aber ich finde es schade, wie Leben irgendwie so geändert hat, weil man ja dann doch sagen muss, dass wirklich einige Leute eben dann gewechselt sind zu Mark und dass das Ganze dann irgendwie, die haben dann zwar gesagt, ja, sie machen Leben weiter, aber dann wurde das ja doch nichts, was ich auch komplett verstehen kann, weil wenn ich zu einem anderen Projektwechsel habe ich meist auch keine Zeit mehr dann für das Alte, weil dann hast du ja das Neue, ne? Das ist wie wenn du sagst, du kaufst jetzt ein neues Handy, aber benutzt dein Altes trotzdem noch weiterhin. Das wird dann natürlich sehr, sehr weit nach hinten geschoben. Und somit ist Leben immer weiter ausgestorben, sofern eben neue Projekte kamen. Ich gebe da überhaupt nicht Mark oder irgendwas die Schuld, weil Mark ist genauso ein tolles Projekt und ich finde halt nur, dass einige sich mitziehen lassen haben, nicht geblieben sind und deswegen gegangen sind, was aber auch ein großer Grund ist, dass einfach nichts Neues mehr passiert ist. Es ist einfach, es kam keine Roleplay-Welt, wie eigentlich versprochen worden. Und das hat natürlich dann vielen Leuten auch nicht sonderlich dann mehr Spaß gemacht, hier auf dem Server zu spielen. Weil ich meine, was sollen sie denn machen? Was will man auf dem Server noch machen, wenn man sein Haus gebaut hat, wenn man vielleicht ein paar öffentliche Gebäude gebaut hat? Was möchte man hier noch machen? Und was man halt wirklich sagen muss, es war ja nicht jeder ins Roleplay so krass involviert. Das tut mir natürlich auch total leid, dass einige, die auf den Server gegangen sind, dachten, ja, sie können sich jetzt total in das Roleplay irgendwie so einfinden, das aber dann irgendwie nicht geschafft haben. Und dadurch geht natürlich auch der Spielspaß verloren. Wir hatten natürlich Glück, wir sind bei der ersten Welle dazugekommen. Das heißt, wir waren natürlich sofort mittendrin im Geschehen, Leben gab es noch nicht lange. Und all die Leute, die halt jetzt kommen, ja, wie ihr seht, ich bin meist alleine auf dem Server und viele von euch wünschen sich immer, bitte Minecraft leben, bitte mach wieder Minecraft leben, bitte, bitte. Und ich kann es euch wirklich nicht übel nehmen, weil mir macht Minecraft leben doch auch Spaß. Nur in letzter Zeit muss ich sagen, ist das wirklich sehr, sehr, naja, wie soll ich sagen, sehr, sehr, wie kann ich es am besten formulieren? Es ist einfach sehr, sehr ausgestorben. Minecraft leben ist tot. Und ich glaube nicht, dass wir das so schnell wieder auf die Reihe bekommen. Ich werde vielleicht noch ein paar Roleplay-Folgen raushauen, um mein Roleplay zu vollenden. Aber ich habe keine Ahnung, ob sonst noch sonderlich groß weitergeht hier. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich kann es irgendwie mal versuchen. Ich habe nur keine Ahnung, ob das, was ich vorhabe, auch so klappt. Und ich hoffe, dass ihr mich dabei trotzdem noch unterstützt und so weiter. Und ich sage euch jetzt aber eins, ihr braucht keine Angst haben, dass jetzt Minecraft Leben kommt jetzt nie wieder aus dem Leben oder was da los. Nein, natürlich nicht. Es wird natürlich auch noch ganz viele andere Sachen geben, die ich jetzt natürlich noch nicht spoilern kann, spoilern darf und spoilern werde.
Es werden in nächster Zeit noch Sachen kommen, aber lasst euch einfach mal überraschen, ne, was da so kommen könnte. So, gut, jetzt muss ich mal gucken, bei wie lange wir gerade sind. Wir sind gerade bei 5 Minuten, perfekt. Und ja, das ist halt jetzt so eine kleine Laberfolge, also ich mache nichts Produktives, nur so ein bisschen, ja, Tierfüttern, dies, das, hier, das auch schon komplett voll. In der Zeit, wo ich natürlich nicht da war, hat sich das natürlich schon ziemlich angefüllt hier. Oh, jetzt sind natürlich alle meine Drohnen gesichert, denn ich heiße jetzt in-game wieder Boomstory und jetzt sind alle auf Herr Crumpy gesichert. Geil, ich kenne keine einzige Drohne von mir. Geilomatico, die da. Okay. Und ja, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal schreiben, besteht von eurer Seite aus noch Bedarf, Minecraft-Leben zu gucken? Oder sagt ihr, ja, das Projekt ist für mich jetzt auch eigentlich schon vorbei, weil es bringt sowieso niemand mehr oder so. Würde mich echt mal interessieren. Ui, ui, da kommt jetzt wieder das neue Zuckerrohr. Ich möchte jetzt echt mal wissen, wie viel da schon drin ist. Alter Schwede, hier ist auch alles voll. So, machen wir hier wieder zu. Und würde ich sagen, gehen wir in der Zwischenzeit einfach mal in den Neta oder laufen einfach mal durch die Stadt, weil ich habe selbst noch kein neues Update, wie es hier aussieht. Ich bin das erste Mal jetzt wieder auf dem Server. Und hier zum Beispiel, hier wohnt Up Yannick. Und hier wohnt Quapo Up Yannick. Okay. Die haben sich hier irgendwie so Zelte aufgeschlagen. Sieht auf jeden Fall hier alles sehr, sehr cool aus. Und die Map ist riesig. Die sieht echt nice aus. Und die ist auch nice. Aber es ist halt einfach nicht mehr das, was es am Anfang war. Und ich möchte wirklich nicht gezwungen versuchen, eine Folge aufzunehmen, wenn es nicht, naja, wie soll ich sagen, wenn es nicht einfach so rausgeflutscht kommt, versteht ihr? Ich möchte nicht gezwungen irgendwie versuchen, nur weil, keine Ahnung, nur damit ich halt eine Lebenfolge zu haben. Ich möchte mir da auch Mühe geben. Aber so wie es halt derzeit die Situation hier ist, muss ich sagen, habe ich auch nicht sehr viel Motivation. Natürlich, weil der Server auch halb leer ist, aber ja, so. Beziehungsweise meist immer leer. Und was willst du denn alleine auf dem Server machen? Sorry, ich habe auf was Ding gegeben. Was willst du denn alleine auf dem Server machen, ne Leute? Also das ist so ein bisschen traurig. Jetzt gucken wir uns mal an, ob hier irgendwelche neuen Gebäude noch entstanden sind. Hier die Armenokirche. Das wäre auch irgendwie so ein richtig cooles Projekt hier geworden. Und ja, aber wie gesagt, es kommen ja noch immer weiterhin Formate auf meinem Kanal, zum Beispiel auch die Battles mit Mark. Er ist jetzt wieder aus dem Urlaub zurück, das heißt, die nächste Folge wird auch bald gemacht und dann könnt ihr mal schreiben, ob ihr Bock habt auf Vlogs, dann werde ich mir demnächst mal die Legria holen, weil es ist ja so, im Februar fliege ich und mein Bruder nach Amerika, nach L.A., und dort möchte ich dann auch alles filmen und so weiter. Und deswegen werde ich mir auf jeden Fall jetzt dann demnächst die Legria anschaffen. Oh, hallo. Hallo, Schaf. So. Hier haben wir den Baum des Lebens. Da weiß ich auch noch genau, wie viel Blöcke ich da eigentlich reingesteckt habe. Ich kann ja mal gucken, wie viel Blöcke ich da gefarmt habe. Und zwar auf Statistiken. Blöcke. Hier, ich habe 7.762 Blöcke abgebaut. Ja, das heißt, ich habe 7.762, ich sage mal, 700 für mich und 7.000 für Ray. Habe ich ihm da damals geholfen, beim Baum so ein paar Ressourcen zu spenden. Das war schon wirklich sehr, sehr cool. Das ist jetzt nicht die letzte Folge für die Leute, die denken, ist das jetzt die letzte Minecraft-Leben-Folge? Nein, Leute, es ist nicht die letzte Minecraft-Leben-Folge, es ist nur eine Folge, wo ich einfach so ein bisschen ein Status-Update gebe, damit ihr auch wisst, so, yo, darum kommen jetzt so wenig Videos, okay? Und nicht, dass ihr dann irgendwie, hey, nicht, dass ihr dann irgendwie verwundert seid, ne? Gut. So, dann wollte ich noch irgendwas Wichtiges ansprechen. Ich glaube nicht. Ich würde ganz gerne ein 2D-Intro haben. Also wenn irgendjemand von euch Intros erstellen kann oder jemanden kennt, der das vielleicht machen würde. Ich würde mich echt mega freuen, wenn
wenn es da irgendwie so die Möglichkeit gäbe, irgendwie für ein 2D-Intro, weil ich finde das echt ganz cool. Und das würde mich auch sehr freuen. Und ja, tralala, XD, lol. So, gut. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wir sind jetzt bei 10 Minuten angekommen. Ich hoffe einfach mal, dass ihr Verständnis dafür habt, wie es halt gerade so ist, dass eben weniger Leben kommt und auch jetzt weniger Leben kam. Und ich jetzt trotzdem versuche noch irgendwie vielleicht in der Woche zweimal Leben rauszuhauen oder so. Könnt ihr entscheiden, ob ihr daran noch sehr großes Interesse habt. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, macht's gut. Haut rein. Wenn es euch gefallen hat, wäre eine positive Bewertung natürlich auch ganz cool. Und tschaußen.